Jutschi, Leute! Willkommen zurück zu meinem Let's Play Super Mario 3D World und ich habe jetzt festgestellt, Scheiße! Mir fehlen 12 Sterne! Alter, wie sie alle den Pessi besteigen! Und das Tolle ist, ich habe gar keine Ahnung, wo die sein könnten. Da ist einer! Leute, das lohnt sich dann gar nicht, da jetzt... jetzt nochmal das ganze Level zu machen. Genau das hasse ich. Ich hätte eigentlich mal Mario nehmen können. Der arme Kerl kommt ja gar nicht dran. Kommt ja gar nicht so zu... Oh, ein Geschenk. Na schön. Nein! Ist das euer fucking Ernst? Alter, ich hasse da sowas, wenn das auch so eine Timing-Sache ist. Ja, ich guck mal, ob ich jetzt die anderen Sterne kriege, zumindest. Ja, wieso kannst du nicht zurückgehen, Mann? Und ich sehe ja so viel mit Danke-Kamera. Hä? Ja, warum ich jetzt abgeschätzt bin, weil ich habe gesehen, dass da eine in den Wasserfall... Also in den Wasserfall reingeglitscht ist. Da könnte vielleicht ein Secret sein. Ich könnte auch mal jetzt... Na, endlich! So, jetzt aufpassen, dass ich nicht sterbe. Wir wissen ja... Ja, solange wir nicht den Speicherpunkt erreicht haben, ist das scheiße. So, auf die Ringe bin ich ehrlich gesagt jetzt nicht total scharf, weil... Ja, super! Da muss die Kamera mal so scheiße sein. Okay, gucken wir mal, ob das hier was ist. Ja, tatsächlich. Aha. Oh ja! Geilomatico! Ein Still... Oh, kommt! Sonst springt das blöde Viech doch auch so arschweit. Und jetzt auf einmal, nö. Nö, ich bin Plessy, ich spring nicht so weit. Nö. Das Blöde ist ja, ich muss... Okay, den habe ich jetzt auch. Das war so bescheuert, ey. Ja? Achso. Oh, neben, das kann ich immer gut gebrauchen. So daran denken. Warum das die Kamera so eine Bisch sein muss, weiß ich auch nicht. So, komm. Komm, das ist doch... Oh, das wird wieder ein schneller Lauf. Alter, fuck my life. Ist das euer fucking Ernst? So, den hab ich jetzt. Ich muss jetzt auch ein bisschen auf mein Leben achten und darum immer so schön fleißig Münzen sammeln. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich da so hochkomme... Ja,
Ich bin zwar auch gekommen, aber das blöde Viech meint. Nö! Wer bin ich denn? Okay. Da habe ich jetzt meinen Spaß. Mein Spaß ist geil. Ich finde. Ja! Ich krieg einen Lady-Orgasmus. Weil ich habe jetzt alle drei Sterne. Tschüss, Blessy. Und danke für deine Hilfe. Weil so, also, nur bei solchen Level, wo ich wer damit? Oh, Leben kann ich mal gebrauchen. Wo ich ungebremst. Boah, wenn. Peach! Alter. Wo ich ungebremst. Also, ohne zu stoppen oder irgendwo lang muss, das liegt mir so nicht. Da hau ich wirklich mehr Zimmer daneben, bevor ich es schaffe. So. Jetzt brauche ich 9. Okay. Da habe ich jetzt alle. Ging ja auch nicht anders. Da habe ich auch alle. Ach ja, eigentlich mag ich ja Bowser. Aber dass er Peach in Super Mario Odyssey zwingen will zu heiraten, also das ist für mich ein absolutes No-Go. Man zwingt niemanden dazu. Schon gar nicht, wenn man behauptet, dass man diese Person lieben tut. Hab auch das Gefühl, dass diese blöden Kanickeln, dass so ein, wie heißen die, Brotball oder Brotlag oder Brotblabelag, keine Ahnung. Ich mag diese Viecher nicht. Wo ist denn die Reichkanz? Ah, der Blau. Ich könnte mal hier mal reinschauen. Weil manche Level sind ehrlich gesagt auch ziemlich scheiße, muss ich auch sagen. Und ich vergesse immer wieder Mario zu nehmen. Geh runter, du blödes Vieh. Mal. Mario müsste auch mal eine Chance haben, der arme Kerl. Könnte vielleicht ein Geheimnis sein. Okay, ich bin eine Miezekatze, das heißt aber. Ach so. Gut, ich hab das schon und. Ja, die dumme Biene ist hinter mir her. Oh, guck mal, schau mal, Peach, ein riesiges Katzenklo. Nur für dich. Hm. Okay, ich dachte, da wäre was. Vielleicht kann ich das hier. Na toll. Ja, okay, es ist nicht Mario. Aber wie sehe, er reicht vom Kopf zu und. Oh. Nein! Bleib hier! Tja, du magst zwar ein Strauß sein, aber bist eigentlich auch nur ein dummer Vogel. Hm. Ein goldenes Rohr? Mal ein volles Rohr. Mal sehen, wo. Ähm.
Was hat das zu bedeuten? Okay. Also, ich werde bestimmt nicht jetzt da reinspringen. Weil das Schild ist wirklich mehr als eindeutig. Spring rein und du bist tot. Und ich merke, dass mir die Zeit da läuft. Oh Mann. Also, das ist wirklich nervig hier mit der Zeit. So schön das Spiel auch ist, es ist extrem nervig, dass man so wenig Zeit hat. Also. Ich will jetzt nicht rennen, sonst bin ich. Vielleicht ist es aber Sinn der Sache hier zu rennen. Weil auch wenn sie Spike hier hat. Hier. Dachte ich mir. Weg da, ich habe keine Zeit mit euch zu spielen. Nein! Oh, Alter, wo die. Naja. Wenigstens. Ah, der Sofero hat gemerkt, ups, war keine gute Idee. Ja, bitte vorsichtig, Peach. Wollt ihr tatsächlich mit einer Katze anlegen? Aber wo ja das Gute ist, ich habe jetzt Zeit. So. Und hier werde ich bestimmt nicht rennen. Sag mal, hast du sie nicht mal alle? Halt ich hier. Hey, die haben aber süße Augen. So. Und das heißt noch lange nicht, dass sie auch süß sind. Wo ist denn der letzte? Was ist das hier eigentlich? Oh. Ja, Zeit. Abro, Zeit. Kennt ihr eigentlich das in. Bitte was? Ja, also ihr kennt auch sicherlich Inuyasha und kennt ihr auch das Intro zu Inuyasha, die Deutsche? Der Witz ist ja, die Deutsche hört sich weitaus besser an als die Japanische. Ist merkwürdig, ist aber tatsächlich so. Und die scheint auch international gut anzukommen, weil. Komm her. Weil die. Weil das Licht auch auf YouTube einen gibt. Also. Ernsthaft? Danke, danke, Captain Toad. Es gibt tatsächlich auf YouTube, wo das Video tatsächlich mit englischen Untertiteln, das heißt, es. Ja, jetzt muss ich mich konzentrieren. So, ganz langsam. Ja, ihr kennt das sicherlich, wenn ihr selbst das spielt. Und die hängen da alle. Gut.
hängen gab. Aber hätte ich nicht gedacht, dass sie dich auch ein deutsches Intro trotz allem wohl nun auch international gut ankommt. Oder wie versteht ihr das, wenn tatsächlich dazu, sag ich mal, das Intro mit ausländischen Untertiteln gibt? Und? Wow, jetzt brauche ich noch 6. Gucken wir mal. Och. Wisst ihr was, Leute? Ich mache jetzt mal Schluss. Das ist nämlich eine recht gute Zeit. Und wir sehen uns im nächsten Part. Also, see you mal daneben.